Hallo und willkommen zur Albenrevue. Allergy gilt als das letzte Album von The Nice. Es ist ein Live-Album. Es erschien erst im Jahr 1971, also zu einer Zeit, als die Band bereits seit anderthalb Jahren aufgelöst war und Emerson inzwischen mit ELP das zweite Album aufnahm. Doch The Nice waren eben eine Live-Band und die Studioalben deckten dann nur einen Teil des Repertoires ab. So gab es auch nach der Auflösung der Band allerlei Material, das die Plattenfirma verbraten konnte, allem voran das gelungene Fillmore East Konzert in New York, dessen Aufnahmen bereits an den beiden vorangegangenen Alben verwendet wurden. Allergy ist nicht uninteressant, zumindest als Forschungsobjekt. Das Album beginnt mit dem bereits vorgestellten Hang On to a Dream, das in seiner Studioversion auf dem Nice oder Nice Album in 1969 erschien. Doch das hier ist eine Live-Aufnahme, erneut aus dem Konzert in Fillmore East in New York. My Back Pages ist eine weitere Adaptation einer eher frühen Bob Dylan-Nummer, die hier recht spannend arrangiert wird und teilweise in einem dramatischen Ragtime-Stil aufgeführt wird. Erneut begegnet man hier einigen guten Hammond-Solos von Emerson. Die Klangqualität des Konzerts ist recht gut. Die B-Seite beginnt nun mit dem dritten Satz aus der Pathetik von Tchaikovsky. Doch diesmal als eine reine Bandnummer, ohne ein Orchester. Das wirkt nun deutlich abgefahrener und psychedelischer. Hier zeichnet sich bereits sehr deutlich der zukünftige Emerson, Lake & Palmer Sound ab, inklusive eines wüsten und angenehm kurzen Schlagzeugsolos von Davison. Den Abschluss des Albums stellt America's Second Amendment dar, eine berüchtigte Adaptation der Band zu dem Musical-Thema von Leonard Bernstein. Das war nun in der Tat überfällig, dass das endlich auf Vinyl kam. Denn dies war vermutlich die bekannteste Nummer von The Nice, die jedoch nie auf einem der vier vorangegangenen Alben verewigt wurde. Die Aufnahme in Fillmore East ist ziemlich gut und haut ganz schön rein. Hier hört man also nochmal The Nice in ihren glorreichen Zeiten als Liveband und als rockende Bürgerschrecken. The Nice hatten, während sie dieses Lied spielten, einmal die amerikanische Fahne angezündet und verbrannt, was ihnen ein Hausverbot in der Royal Albert Hall eingebracht hatte. Bei der Erstellung des Plattencovers griff die Plattenfirma erneut auf die Kultschmiede Hypnosis, die hier ein Gatefold-Cover erschuf, das eigentlich eine sehr typische Handschrift von Hypnosis besitzt und visuelle Themen zeigt, die Jahre und Jahrzehnte später auch bei zum Beispiel Pink Floyd oder Alan Parsons auftauchen würden. Im Inneren des Gatefold-Sleeves sieht man erneut Wüste und darin herumflatternde Memorabilia von The Nice, Schallplatten und Zeitungsausschnitte, die vom Wind in alle Richtungen getragen werden. Und das ist sehr aussagekräftig. Ich gebe diesem Album 3,5 Sterne. Die Version von America ist sicherlich ein Highlight, da es gerade im letzten Drittel paar coole Sounds und Live-Experimente beinhaltet. Ein essentielles The Nice-Album ist dies sicherlich nicht. Da sollte man schon lieber zu Ars Longa Vita Brevis greifen. Fortan erschien von The Nice noch eine Menge unterschiedlicher Compilations, wo zumeist dieselben Tracks verbratet wurden. Ich habe mir mal nur diese eine hier angeschafft. Einfach mal wegen dem Foto. Hier sieht man also von links nach rechts Brian Davison, Lee Jackson und ein wenig im Hintergrund Keith Emerson. Und das war so ziemlich alles, das mir zu The Nice einfallen würde. Ich hoffe, ihr fand das interessant. Die Reise wird von jetzt an wieder in eine andere Richtung weitergehen. Ich weiß, dass meine Albenrevues eindeutig der am wenigsten beachtete Teil meines YouTube-Channels ist. Aber das ist halt das, was mich am meisten interessiert. Friedrich Nietzsche hatte mal geschrieben, ohne Musik wäre das Leben ein Irrtum. Und nie galt das mehr als heute in diesem abgefuckten Zeitalter der herrschenden Dümmlinge und monetaristischer Huren, wohin das Auge reicht. Musik ist dafür da, um Menschen wie mich vor dem Wahnsinn abzuhalten. Das war Allergy von The Nice aus dem Jahr 1971.